Ich entferne mich immer weiter von denen und ich erschrecke die gleich. Ey Ben, Sebastian, komm mal. Ey Jungs, hier ist irgendwas. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich filme gerade vor meinen Softboxen, Leute, denn es ist schon dunkel. Es ist noch nicht Nacht, es ist aber schon Abend. Ich guck mal kurz auf die Uhr, welche Uhrzeit es ist. Es ist 18.01 Uhr. Normalerweise würde ich sagen, es ist viel zu spät, um irgendwie ein Video zu beginnen. Heute ist es aber was anderes, denn ihr habt es richtig gelesen, Leute. Ich werde heute einen Tag, beziehungsweise, ey, sorry, Sprachfehler, eine Nacht im Wald übernachten, wenn man das überhaupt übernachten nennen kann. Denn ich werde kein Zelt mitnehmen, ich werde mir keine weiteren Hilfsmittel mitnehmen, außer eine Isomatte und natürlich meine Klamotten. Ich werde mich extrem gut einpacken, um das Ganze überhaupt irgendwie zu überleben, denn es wird mittlerweile ja auch viel, viel kälter in der Nacht. Aber ich werde das Ganze nicht alleine machen, zum Glück nicht. Denn wie immer ist Sebastian auch dabei. Was geht ab, Bro? Was geht ab? Also, ich verstehe das immer noch nicht, warum du immer bei solchen dummen Ideen dabei bist, Digga. Ich check das nicht, aber gut. Da sage ich auch nicht nein, wenn ich dir sage, dass ich eine Nacht im Wald bleiben will und du sagst mir, du bist auch dabei. Mit Vergnügen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles klar für unseren großen Abend heute? Ja, das stimmt, der Bär. Heute drehen wir richtig durch. Benno ist auch noch dabei. Ich bin auch bei den dummen Ideen dabei. Du bist auch bei dummen Ideen dabei. Richtig, also ich glaube, eine schlaue Idee ist das auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, so wie du jetzt gerade angezogen bist, solltest du, glaube ich, auch nicht in den Wald gehen. Da würde dir ein bisschen kalt werden. Zieh mich noch um. Du ziehst dich noch um. Und solange es Essen gibt, ist alles gut. Und da sagst du direkt auch zwei wichtige Sachen. Denn Leute, wir müssen uns natürlich auch darauf vorbereiten, eine Nacht im Wald zu bleiben. Wir möchten ja auch nicht verhungern oder verdursten. Genauso wenig möchten wir natürlich auch erfrieren. Deswegen werden wir jetzt mit der Vorbereitung beginnen. Wir beginnen das Ganze mit Umziehen erstmal, beziehungsweise mit Anziehen. Wir werden uns alle dick einpacken, damit wir in der Nacht schön nicht frieren, weil wir werden auch keine Decken mitnehmen. Soll ja auch eine Challenge sein, dort zu übernachten im Wald. Das Einzige ist, wie schon gesagt, wir nehmen Verpflegung mit und wir nehmen Isomatten mit. Deswegen ziehen wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal an und legen auch direkt los. Let's go. Okay. Ich habe schon einen Plan, wie ich mich einpacken werde. Die guten alten atmungsaktiven Oberteile, die halten immer warm. Weiß ich noch vom Fußball. Und eine Jacke zum Drunterziehen darf natürlich auch nicht fehlen. Und wenn ich eine Jacke zum Drunterziehen habe, dann brauche ich natürlich auch eine Jacke zum Überziehen. Und ich glaube, da bin ich auch gut vorbereitet, Leute. Eine schöne Daunenjacke, die hält auf jeden Fall warm. Ich glaube, ich könnte alleine mit der Daunenjacke losgehen und mir würde nicht kalt werden. Ich will trotzdem den sicheren Weg wählen, damit ich auch nicht an der Unterkühlung leide. Oder man weiß ja nie. Deswegen nehme ich auf jeden Fall alles mit, was ich euch gerade gezeigt habe. Zieh das jetzt an und die anderen machen sich auch fertig und dann geht's los. Leute, ich bin vorbereitet. T-Shirt, Pullover, Unterziehjacke, normale Jacke. Ich glaube, mir wird nicht so schnell kalt. Sebastian, Bruder, bist du gut vorbereitet? Ich bin auch gut eingepackt. Ich habe auch ein T-Shirt, zwei Pullover und die fette Jacke. Aber man muss sagen, nur die Hose ist ein bisschen kritisch. Ich hoffe, an den Beinen wird es mir nicht so kalt. Oh, das passt schon. Bruder, findest du das auch? Ich finde immer, an den Beinen wird... Also nie. Nie, oder? Nie. Also gefühlt könnte man jetzt auch denken, man geht mit kurzer Hose und man friert trotzdem nicht so. Also ist bei mir genauso, genauso. Aber, Digga, Arme dann oder so, ganz, ganz krank. Eins... zwei und drei. Die drei Matratzen sind auf jeden Fall am Start. Für den Jungen da hinten, für den anderen Jungen, der da gerade lang geht. Ich bin gespannt, wie das wird. Ach ja, ganz vergessen, eine Sache haben wir noch mitgenommen. Nicht für uns, sondern für euch, damit ihr auch die ganze Zeit seht, was wir machen. Weil im Wald ist es logischerweise dunkel. Guckt euch mal an, wie dunkel es draußen ist. Ja, ich filme gerade nach draußen, auch wenn es nicht so aussieht. Man sieht einfach gar nichts. Deswegen brauchen wir natürlich Licht, sonst könnt ihr auch nicht sehen, was wir überhaupt machen, wie es uns geht und alles weitere. Und für dich brauchen wir unser Handy, damit wir Blitz machen können, logischerweise. Und für unser Handy, damit das nicht leer geht, brauchen wir eine Powerbank. Deswegen werden wir eine Powerbank auch noch mitnehmen. Und halt Essen und Verpflegung. Das holen wir aber jetzt. Bis gleich. Eine Tüte für die Einkaufssachen darf natürlich auch nicht fehlen. Wir müssen die Sachen ja auch irgendwie mitnehmen im Wald. Kopflampen sind auch noch gut, Leute. Die werden wir auch noch mitnehmen. Dann seht ihr die ganze Zeit, was wir machen. Man kennt es, der gute alte Rewe. Diesmal war nicht Rewe City, sondern der normale. Hey Sebastian, wer ist denn da wieder am Start? Nicht zu vergessen, Emil. Der Catcher. Jetzt müssen wir auf jeden Fall schlau überlegen, was wir uns holen. Meine Idee sind Nüsse, weil, für die, die es nicht wissen, Nüsse haben extrem viele Kalorien. Und deswegen wird man davon relativ schnell satt. So, die gute alte Nusskernmischung, Leute. Die stoppt auf jeden Fall. Davon nehme ich direkt zwei mit. Benno macht eine ganz andere Art. Guck mal, so ein paar kleine Snacks, weil das ist so schlau. Dann habe ich mehr Sachen, so, dann kann ich so aufteilen. Schlau. Sebastian holt sich auf jeden Fall eine Käsestange und was war's? Schoko. Ah, Schokobrötchen, okay. Und dann habe ich noch einen Plan. Nehmen guten alten Butterkäse mit. Und zur Aufschnitt darf natürlich auch nicht Brot fehlen. Dann machen wir uns schön nachts ein kleines Picknick mit Brot und Aufschnitt und allem. Ich meine, ist doch ganz normal. Nachts im Wald übernachten, erstmal ohne Zelt und dann auch noch dabei ein bisschen Aufschnitt. Das macht doch jeder. Vital fit. Hört sich gut an. Verdursten dürfen wir natürlich auch nicht. Deswegen Wasser muss natürlich auch mitkommen. Eins, zwei, ich glaube 3 Liter reichen für die Nacht. Das Brot wird doch nochmal gewechselt. Ben mag das nicht, was ich geholt habe. Deswegen holt er noch was anderes. Dann nehmen wir halt das. Oh, und die zwei Energies. Ich sehe schon, wir machen mitten im Wald Picknick, Digga, Buffet, alles drin. Und dann kommt das Knacken von den Energy-Dosen.
Okay. Leute, die Tüte ist komplett voll. Das ist das Einzige, beziehungsweise das ist sehr viel, was wir für diese Nacht mitnehmen werden. Mit Essen und Trinken haben wir auf jeden Fall ausgesorgt, denke ich mal. Eine Ewigkeit später. So Leute, wir sind auf jeden Fall im Wald angekommen. Man erkennt gar nichts. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das jetzt aussieht, wenn ich hier irgendwas filme. Ben leuchtet mit der einen Taschenlampe auf mich. Sebastian leuchtet mit der einen Taschenlampe auf mich. Und ich selbst leuchte noch mit meiner eigenen Taschenlampe auf mich. Das kann auf jeden Fall lustig werden. Fast hätte ich die Isomatten vergessen, die dürfen wir ja nicht vergessen, genauso wie das Essen nicht, die Versorgung. Los geht's. Es ist 18.48 Uhr, die Nacht kann beginnen. Wir haben uns jetzt ein bisschen helleren Spot für den Anfang gesucht, damit wir ein bisschen euch was zeigen können, was jetzt abgeht. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt eine Isomatte hingelegt, wo wir uns ein bisschen jetzt drauf hinschillen werden. Unsere Snacks verdrücken werden, damit wir für die Nacht gut vorbereitet sind. Und ich sehe da doch, Sebastian hat sein Energy in der Hand. Ey Bruder, atme noch mal ganz kurz. Atme nochmal. Leute, da seht ihr, wie kalt es ist. Sebastian und mir ist eben gerade aufgefallen, wir haben keine Handschuhe mit. Ben, der Sherlock, hat an Handschuhe gedacht. Der schlaue Boss. Der schlaue Boss. Bruder, wir sind nicht so schlau. Egal, dafür habe ich ein Energy. Ja, Mann. Schritt 1, man kommt mit der Kamera ein bisschen näher. Schritt 2, man horcht. Und Schritt 3, man genießt. Lecker! Und Leute, ich habe gerade richtig Paranoia, denn ich dachte, meine Kamera ist kaputt, weil ich konnte nichts mehr erkennen auf dem Bildschirm. Die hat nichts wahrgenommen. Und natürlich, zum Glück erkennt man jetzt wieder was. Ich bin wirklich froh darüber. Aber wir essen jetzt auf jeden Fall erstmal was. Lego. Achso, übrigens, ihr habt ja eben gerade schon die Mauer hier gesehen. Wir sind an der Burg angekommen. Wie mehr kann ich euch auch nicht zeigen, weil man erkennt nichts. Ich zeige euch gleich noch einen anderen Blick von der Burg, aber erwartet auf jeden Fall nicht zu viel, Leute. So extrem ist es jetzt auch nicht. Vor allem im Dunkeln erkennt man nicht so viel. Mittlerweile ist es auch schon 21 Uhr. Das Brot lasse ich mir jetzt auch erstmal schmecken. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Jetzt bin ich mit dem Energy dran. Rankommen, hören und genießen. Lecker! Wir sind wieder am Einpacken. Wir chillen schon ein bisschen länger hier und wollen jetzt noch mal ein bisschen was erkunden. Ne, Ben? Nehm, Junge! Ey, die ist aggressiv hier. Wir begeben uns jetzt von dem sicheren Hellen ins unsichere Dunkle. Vielleicht treffen wir ja ein paar Bären, ein paar Wölfe, ein paar Hühner, ein paar Sträuße, ein paar Zebras, ein paar Giraffen, Hippos. Ja, lustig. Die Energies, das ganze Essen ist hier. Schon vieles aufgegessen, Leute. Unser Plan ist auf jeden Fall jetzt, die Isomatten irgendwo hier so zu verstecken, dass sie keiner findet, falls hier irgendjemand mal vorbeikommen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann mitten in der Nacht. Also, wenn hier jemand vorbeikommt, ich glaube, dann hat der nicht alle Tassen im Schrank, hier nachts vorbeizuschauen. Aber dass wir die auf jeden Fall verstecken und dann ein bisschen den Wald erkunden, sagen wir mal so, ein paar meiner Bros von den Wildschweinen zu treffen, denen kurz Hallo sagen. Von den Bären, denen habe ich auch Bescheid gesagt, dass ich noch komme. Die freuen sich auch auf mich. So, gucken wir mal, ob wir einen guten Platz für die Isomatten finden. Da hinten, wo die beiden kommen, haben wir gerade gechillt. Und ich denke, es ist ein guter Platz, das einfach hier mal ins Gebüsch zu hauen. Hier sollte die eigentlich keiner finden. So, da sind die, glaube ich, gut verstaut. Natürlich sieht man das, wenn man darauf guckt, aber wie schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendjemand vorbeikommt. Wenn wir uns jetzt verlaufen und nicht mehr wiederkommen, haut rein, ich liebe meine Familie. Wir sehen uns. Ja. Okay. 2 Stunden später. Okay, Leute, wir sind jetzt schon ein bisschen länger gegangen. So sieht das Ganze mit Taschenlampe aus. Hier ist ein Wald. Bruder, da war was! Ich dachte, ich kann dich verarschen, Ben, aber nee. Anscheinend doch nicht. So, Leute. Leute, ihr raschelt irgendwo. Ey, mach mal die Taschenlampe wieder an, Bruder. Mach mal die Taschenlampe an, Digga. Bruder, ich hab mich gerade voll von deinem Schatten erschreckt, Sebastian. Ich meine das ernst. Junge, es hat doch die ganze Zeit geraschelt. Es hat ehrlich jetzt geraschelt, also kein Fake oder so. Ehrlich, übelst geraschelt. Aber Leute, wie ihr gerade gesehen habt, beziehungsweise eigentlich nicht gesehen habt, man sieht nämlich gar nichts. Es ist also ohne Taschenlampe, es wäre unnormal unheimlich. Guck mal, jetzt ist die Taschenlampe kurz weg. Direkt, man sieht gar nichts mehr. Ich halte euch mal immer mal wieder auf dem Laufenden mit der Zeit. Jetzt gerade ist es 22.17 Uhr. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen vor uns mit der Zeit. Und wir gehen jetzt mal weiter ein bisschen den Wald erkunden. Hey Leute, ich gehe mal ganz kurz pissen, ne? So Leute, ich tue jetzt so, als würde ich pissen gehen. Gehe ich auch. Aber ich entferne mich immer weiter von denen und ich erschrecke die gleich. Ihr seht es, die gehen immer weiter weg. Also Leute, ich verstecke mich jetzt hinter einem Baum. Zeige euch es nochmal ganz kurz. Nur ganz kurz, damit die mich nicht sehen. Ist ein Baum, hinter dem verstecke ich mich jetzt. Jetzt rufe ich die beiden mal, dass die mal kommen sollen, dass hier was ist. Und dann sollen die mich erstmal ein bisschen suchen. Und vielleicht erschrecke ich sie noch ein bisschen. Taschenlampe aus. Hey Ben, Sebastian, komm mal. Peter, wo bist du, Peter? Der hat doch eben noch geschrien. Ey Jungs, hier ist irgendwas. Peter, wo bist du? Hier ist irgendwas. Alter! Ja, Mann! Ich bin erstmal auf den Boden gefallen, dann bin er selbst hin, Digga. Alter, was? Genau, ich hab ihm eine reingeschlagen. Nein, nein, jetzt müssen wir so, wir gehen so, einmal so, so, passt so, what the fuck, und gibt mir so eine Schelle, Digga. Also, oh, Scheiße, Mann, ich bin gefallen, so, what the fuck, was ist hier ab? Ey, Digga, ich hab nicht erwartet, dass das so gut funktioniert. Aber seid mal ehrlich, ihr habt euch schon erschreckt. Ey, Bruder, wo hast du die Tüte? Die hab ich fallen lassen. Alter, was? Du hast sie fallen lassen? Bruder, wie hart hast du dich denn erschreckt, Digga? Ich würde sagen, das hat funktioniert. Nur damit ihr beiden Bescheid wisst. Falls einer von euch auf die Idee kommt, das bei mir zu machen, der kann morgen schön zu Fuß nach Hause gehen. Der kommt nicht mit mir ins Auto. Tut nicht einen auf unschuldig. Ihr seid eigentlich auch auf die Idee gekommen, aber habt es nur noch nicht gemacht. Ja, ja, ja. Ja, 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 ich wusste es doch.
So, gehen wir mal den Weg hoch zur Burg. Diese alten Stufen mit den Steinen hier und so, so stelle ich mir mal vor, sind die Ritter früher die ganzen Berge hochgegangen. Ah, so sieht die Burg aus.